Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Der letzte Part ist mir im Nachhinein aufgefallen, war um einiges kürzer. Sorry dafür. Ich habe nicht damit gerechnet, wie viel ich rausschneide. Warum seid ihr wieder da? Warum lebt ihr wieder? Habe ich das im letzten Part nicht gespeichert? Bin ich dumm? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert, dass ich die umgelegt habe. LOL. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, richtig. Ich weiß. Mache ich doch. Idiot. LOL. Ja, gut, Leute. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unfortunate. Oh. Oh. Okay. Moment. Gern geschehen. Kollege, du gehst mir auf den Sack. Leute, was denn? Ja gut, aber warum... Also, hä? Hab ich das echt nicht gespeichert? Bin ich behindert? Die Sonne kann dich jetzt nicht mehr retten. Ich meine, wahrscheinlich, ja, aber... Das ist ein Problem. Wo bist du hin? Hallo? Ich würde das ganz gerne looten. Kann ich nicht. Inventar voll, was? Hä? Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Scheinbar, ja, weil die blind sind. Warte mal. Mein Scharfschützenbogen. Was denn Scheiß? Lol. Oh, hä? Ich habe gerade schon wenig Leben, kann das sein? Erzittere vor der Macht. Vor wessen Macht? Deiner sicherlich nicht. Scheiße, ey. Meine Fresse, ich stelle mich aber auch an wieder gerade hier, weißt du? Ey, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die noch leben. Warum sind die wieder am Start? Warum ist der jetzt beim ersten der Toten dann noch nicht? Ach, egal. Eigentlich wollte ich doch nur schnell in die Brutstätte reinrennen, Leute. Naja. Gut. Haben wir halt vorher nochmal ordentlich aufs Maul bekommen. Ist auch in Ordnung. Jetzt muss ich nur noch den Eingang zur Brutstätte finden. Aber warum ist mein Inventar eigentlich voll? Warte mal ganz kurz. Ah ja, weil es halt voll ist, ne? Ne, ist es gar nicht. Hä, da ist doch noch jede Menge Platz. Warte mal. Wie viele Schatzkisten habe ich denn dabei? Das sind ganzen Modifikationen, Alter. Was soll ich damit? Okay, ja. Brauche ich die alle her schon wieder? Hä? WTF, Mann. Was ist denn passiert, Alter? Hat irgendjemand anders für mich weitergespielt oder was? Was ist das hier eigentlich alles? Geschäfte mit Händlern. Trophäen. Ah, okay, ja. Hinweis auf Kartenpositionen. Was ist das alles? Ich fühle mich, als hätte ich dieses Spiel nicht gespielt. Also, als hätte mich einfach irgendjemand hier jetzt reingeschmissen und ich muss das jetzt plötzlich machen. Ich will öffnen. Okay, well. Offensichtlich haben die Kultisten die Brutstätte auch schon mal gefunden und dann für sich beansprucht oder so der Art. Erkunde die Brutstätte. Hi. Wie er rumtanzen ist. Hä? Wie er mir direkt ins Visier springt, der Idiot. Ist der dumm? Ich wollte den anderen eigentlich nehmen. Aber okay. Ja gut, ich sollte vorsichtig sein hier drin. Hier sind offensichtlich noch weitere Kultisten. Das ist interessant. In der Brutstätte Kultisten, ne? Bisher war in der Brutstätte immer alles ruhig und nur Maschinen. Aber das hier ist ein bisschen, anders scheinbar. Da kann man doch... Offensichtlich nicht hoch, sah aus wie eine Treppe, aber offensichtlich soll man da nicht hoch, okay. Oh, Moment, da war noch was. Vorratskiste. Ja gut, schön. Solange es keine Gegner sind, ist mir das egal. Die Vorratskiste wird mich wahrscheinlich nicht angreifen. Eine Brutstätte, aber die Wildnis ist eingedrungen und jetzt auch der Feind. Das ist eine interessante Idee. Das heißt, es ist so eine hochtechnisch entwickelte Brutstätte eigentlich. Aber gefüllt mit Kultisten, weil die es halt auch gefunden haben. Das ist eine ziemlich coole Idee eigentlich. Okay, das wird jetzt irgendwie... Ja. Das war jetzt irgendwie unpraktisch, weil der Idiot mich halt gesehen hat. Ich sollte mal einen anderen Bogen ausrüsten vielleicht. Du wollen wir ja gehärtet dabei, also. Okay, da unten ist Action. Achso, kann ich die mitnehmen? Okay. Diese Sprengfallen, ich nutze sie viel zu wenig, Leute. Ich weiß. Oh, Moment. Ah, schade, ist schon dran vorbei. Hi. Tschüss. Das war ein stylischer Salto. Oh, fuck. Kann ich nicht mitnehmen. Na
Kommen wir mit dem nächsten auch noch gleich so, oder? Jagen wir den in die Luft. Komm, wir jagen mal in die Luft. Niemand hier. Ich gebe auf. Nö, tust du nicht. Lol. Ich dachte, der läuft noch ein Ticken weiter, aber er wollte irgendwie nicht. Dann halt nicht. Die haben alle wieder Gesundheitstränke, ne? Jetzt, wo ich wieder Tränke habe, haben die alle Getränke dabei. Es ist ja wieder typisch. War ja wieder klar. Gut, dann bleibt nur die Frage, haben die vielleicht auch die Maschinen für mich schon gekillt? Das wäre natürlich super, ne? Dann hätte ich weniger Arbeit. Dann müsste ich nur noch reinmarschieren, einmal überbrücken und dann wäre schon gut. Das fände ich eigentlich ziemlich korrekt von denen. Diese ganzen Fallen, ey. Ich weiß auch nicht, wann ich die Sprengfallen nutzen soll. Das ist irgendwie immer so... I don't know. Ist das ein Langhals? Wait a minute, ist das ein Langhals da hinten? Es muss einen Höhleneinsturz gegeben haben. Und er muss heftig gewesen sein. Aber so was von. Ey, die Brutte de Xi sieht aber geil aus, ne? Oh. Es sind mir, ich sag, ein paar zu wenig Gegner irgendwie. Weil, ich meine, damit die Menschen gefährlich werden, braucht man halt schon viele davon. Aber ey, ist okay. So, let's see. Kann ich mich hier abseilen vielleicht? Ich glaube nicht. Aber wie komme ich denn dann da unbemerkt runter? Ich könnte jetzt runterspringen, aber ich glaube, das ist nicht so... Ah, hier kann ich mich abseilen. Ah! Dazu brauche ich jetzt auch hoffentlich nichts mehr sagen, oder? Ey, was? Das wollte ich nicht. Wobei doch, eigentlich wollte ich es schon. Ah, was weiß ich. Lässt du das bitte? Jumpt die da einfach durch die Gegend, lol. Zu den Waffen! Schon dabei. Oh, hi. Wo bist du denn hier? Hä? Oh, lol. Blute für den Schatten. Das wirst du tun. Ah, mein Gott, Alter, viel zu früh geschossen. Hey, wieso sieht er mich eigentlich nicht? Ist der irgendwie dumm? Ist der noch hier? Der ist definitiv dumm. Der hat mich die ganze Zeit angeglotzt, hat mich aber nicht gesehen. What the hell? Okay, ah, da kommt doch wieder einer an. Perfekt. Sehr schön, wie ihr euch hier einzeln aufreiht, Jungs. Ich feiere das ja wirklich total. Ich finde das sehr sozial von euch. Ah, hinten. Ne, die sind zu weit weg. Da kommt der nächste, der sich auch freiwillig meldet. Okay, der war scheiße, war der Schuss. Der war richtig kacke. Der war besser. Sag ich doch. So. Wo stehst denn du eigentlich? Du stehst. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich das. Die sind so weit weg, dass der Fokus nicht mal sehen kann. Oh. Ein Kultistenfolterer. Ach was. Guck mal einer an, Leute. Guck mal einer an, was die nicht noch alles haben. Haben die auch einen Kultistenkoch vielleicht? Den würde ich einkassieren und mitnehmen. Ne? Weil so Verpflegung ist hier auf Reisen schon immer relativ scheiße. Von daher wäre das eigentlich eine Option. Also wenn wir hier einen Koch finden, lass mal nicht erschießen, den nehmen wir erstmal mit. Den kassieren wir erstmal ein, würde ich vorschlagen. So. Gut, die da hinten, die haben irgendwie kein Bedürfnis, hier rüber zu kommen, deswegen nutze ich die Zeit jetzt erstmal hier alles zu looten. So. Und dann können wir Stück für Stück uns da näher ran. Naja. Machen. Weil die haben gar kein Bedürfnis, hier rüber zu gucken, offensichtlich. Eine Kiste. Okay. Ein Trank. Perfekt. Genau deswegen habe ich den Trank vorhin gefressen und nicht die Beeren. Weil ich wusste, dass wir hier wieder Tränke kriegen. Oder weil ich es mir dachte. Oh, guck mal da. Das sieht cool aus hier unten. Kann ich nicht tragen. Ich mag diese Natur gemixt mit, naja, modernem Technik-Krimskrams. Oder, was heißt modern, aber, ne? Wisst, was ich meine. Was ist das für eine Spur hier? Hat sich schon jemand die Leiche hier angesehen? Ich, ja. Aber gut, dass du noch ein bisschen lauter schreist. Tot, aber noch nicht lange. Vorsicht. Lässt sich aber einrichten, Moment. Wir können dich noch daneben legen. Ja, guck, das ist doch schön. Da brauche ich nur ein Grab ausbuddeln und kann da euch beide reinstecken. Das ist sehr effektiv. Die Umwelt wird es dir danken. Tschüss. So machen wir das. Was ist jetzt ernst? Das hat sich in diesen Felsen verpisst, der Typ. Was soll denn die Scheiße? Da vorne sind noch welche.
Das wird aber schwierig. Oh mein Gott, was war das denn für ein Schuss, Alter? Der war absolut nichts. Irgendwo da so. Okay, war nicht der Kopf, aber war ein Treffer. So. Zack. Und die letzten beiden. Was? Wo? Du weißt nicht mehr, wo ich bin, du Vogel. Und das, obwohl ich euch die ganze Zeit im Visier habe. So, der letzte Scherzkeks. Den könnte ich vielleicht nicht erwischen, weil der zu weit weg ist. Mal schauen. Was macht der da hinten? Hüpft der da durch die Gegend, oder was? Ach, der kommt hier rüber, oder? Guck mal, der hüpft wie ein Känguru. So hoch und runter, hoch und runter. Und what the hell? Voll in die Schulter. Was war das denn? Besser. Gut. Damit haben wir es, glaube ich, auch. Das dürften die letzten gewesen sein. Dann nehmen wir jetzt noch schnell den ganzen Kram hier mit und danach widmen wir uns der Brutstätte. Oder dem Kern der Brutstätte, weil in der Brutstätte sind wir eigentlich schon die ganze Zeit. Ich hoffe mal, die haben den Kern der Brutstätte nicht irgendwie beschädigt, die Idioten. Weil, naja. Ist das einer von diesen scheiß Sandwürmern gewesen? Ein Behemoth oder wie die Viecher hießen. Ich weiß nicht mehr genau, ob das die waren. Egal, einer von denen, der mir so richtig Stress gemacht hat in dem einen Part. Ich glaube schon. Oh mein Gott, gut, dass der tot ist, Alter. Wenn wir so einen hier besiegen müssten, dann wäre Polen offen. Aber richtig weit offen. Okay. So, ich mag diese schummrige Beleuchtung hier. Es könnte zwar sein, dass ihr auf YouTube da nicht mehr so viel von seht, weil, naja. Zwei, dreimal durchgerendert und dann ist halt auch immer mal Schicht im Schacht, ne? Aber es sieht cool aus. Ich habe schon zu viel dabei. Mit HDR wird das wahrscheinlich richtig geil aussehen, aber ich habe halt keinen HDR-Monitor, von daher, naja. Was soll man sagen? Außerdem hättet ihr davon auch nichts. Das ist eine gute Frage. Wenn ich das Spiel in HDR spiele und dann aufnehme und dann ihr es auf einem Nicht-HDR-Monitor seht. Oh, da sind ja doch noch welche. Vor allem, warte mal, die Sache ist ja, ich müsste auch in HDR rendern. Das kann ich gar nicht, glaube ich. Bist du der Letzte? Beziehungsweise warst du der Letzte? Könnte sein. Könnte sein, dass das letzte war. Nee, also HDR ist auf jeden Fall mal keine Sache. So, vergessen wir. HDR-Let's Plays, Alter. Das wird dann der Next Level Shit. Das wird der Next Level Shit. Okay. Aber warte mal, hier. Das ist doch ein Langhals, oder? Klar, das ist ein Langhals. Und da oben ist sogar Kram. Ich muss auf den Langhals hoch. Warte mal. Da oben ist Kram. Ich will auf diesen Langhals draufklettern. Kleinen Augenblick. Das muss ganz kurz gemacht werden. Ich meine, wann hat man schon mal die Gelegenheit, auf einen toten Langhals draufzustellen? Kann man Langhälse eigentlich besiegen im normalen Spiel? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, Langhälse sind so die einzigen Gegner, die wahrscheinlich unbesiegbar sind. Weil ich meine, die sind so riesig. Wie willst du die besiegen? Also, ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht, weißt du was? Bei den nächsten Langhals, den wir sehen, da schießen wir einfach mal einen Pfeil drauf und gucken, ob der eine Lebenszeige bekommt. Lebensanzeige bekommt. Aber ich glaube es nicht. Guck mal, jede Menge Heilung ist hier. Cool. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Richtig cool. Eine Schockspule 40%. Okay, da muss ich mal ganz kurz. Moment. Da muss ich doch mal ganz kurz hier so eine 13% Schockspule wegschmeißen. Zack. Und die 40er mitnehmen. Oh mein Gott, du sollst nicht darunter springen. Danke. Kann ich mich hier abseilen oder so? Nein, dann muss ich doch darunter springen. Ach nee, dann bin ich tot, wenn ich darunter springe. Lass mal hier runterspringen. Ja, sympathischer. Warte mal, können wir eigentlich mittlerweile diese Modifikation herstellen? Nein, die Dings, ne? Die, ne? Ihr wisst Bescheid. Mann, die Tasche. Diese scheiß Fuchsknochen! Mann! Nur weil es hier keine fucking Füchse gibt und wenn es welche gibt, dann lassen sie keine Knochen liegen. Ich hasse Füchse. Füchse sind scheiße. So, jetzt habe ich es gesagt. Wie macht der Fuchs? Mir scheißegal, wie der Fuchs macht. Er lässt jedenfalls keine Knochen liegen. So. Weiter im Text. Gibt's eigentlich noch mehr von euch? Aha. Begib dich zum Brutstättenkern. Ah ja, siehst du mal. Das ist doch gut. Hier war der ein Lager, ha? Huh? Boah, ich muss sagen, könnte ich mir zum Wohnen auch vorstellen, so, ne? Also in so einer Welt wie dieser. Weil hier drinnen dürfte es einigermaßen sicher sein, wenn man es erstmal geklärt hat. Warum nicht, ne? Das ist schon ganz nice. Hilfe. Okay. Hier drin gibt es aber keine Tiere, ne?
Hier sind nur Menschen reingekommen. Tiere sind hier nicht rein. Ha, eigentlich seltsam. Da wo doch die ganze Decke da eingekracht ist, müssten doch auch irgendwie Tiere ihren Weg hier reingefunden haben, ne? Eigentlich sehr, sehr seltsam. So, wir nehmen alles an Medizin mit, was wir kriegen können, natürlich, ne? Das ist klar. Weil sobald es an den Brutstättenkern geht, wird es natürlich schmerzhaft, weil da wieder irgendwas Dickes steht und... Naja. Wenn dieses Dicke zum Beispiel dieser Wurm ist, ne, dieser Sandwurm, dann haben wir ein Scheißproblem. Von daher... Jo. Ah, ich bin beim Kern angekommen scheinbar. Well, das ging ja schnell. 16 Minuten, ich glaube, so kurz haben wir noch nie für eine Brutstätte gebraucht. Wait a second, ich glaube, es gibt diesmal keine Maschine. Es gibt diesmal tatsächlich nur Kultisten. Ah, wie cool. Mal was Neues. Also was anderes einfach. Finde ich gut. Finde ich gut. Und erzählt ja auch so eine gewisse Art Story halt einfach wieder mit, ne? So, die Kultisten haben das hier gefunden. Und haben das halt übernommen und erkunden das jetzt auch selber. Und haben halt offensichtlich das Vieh, was hier gelebt hat, umgenietet. Wer ist da? Was? Wer sieht mich denn? Oh, der da. Shit. Ah, ne, ich bleib doch lieber bei dem Bogen. Kommt der jetzt runter? Ja, tut er. Dann muss er aber hier unten langkommen eigentlich, oder? Ja. LOL! Ich kann da nicht durchschießen? Laber doch nicht! Oh mein Gott. Ja, aber er kann mich dadurch sehen, oder was? Wie lame! Hahaha. Okay. Das fand ich jetzt echt ein bisschen lame. Dass die mich dadurch sehen können, aber ich nicht dadurch schießen kann. Ha, hi. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Okay, wie machen wir das? Ich würde die gerne der Reihe nach wegschießen einfach. Oder warte mal. Die Idioten. Haha, ihr seid ja so blöd. Ihr steht halt literally neben dem einzigen Fass, was es da in der Nähe gab. Der Dicke muss weg, der Dicke muss weg. Oh, der war gut. Nicht schlecht. Okay, der bleibt einfach stehen, auch okay. Hä, können die nicht weiterlaufen? Oh, Level Upgrade. Du stehst im Weg. Okay, das ist jetzt gerade nicht der Glücksmoment der KI, ehrlich gesagt. Ganz im Gegenteil, die bleiben einfach da stehen. Ich glaube, die können nicht weiter hier reinlaufen. Das ist wahrscheinlich irgendwie deren Spielfeld zu Ende sozusagen. Naja. War jetzt schön für mich, aber eigentlich natürlich nicht schön, ne? Muss man ja sagen. Eigentlich ist es ein bisschen, naja, schlecht gemacht. So, weißt du was? Wir nutzen ausnahmsweise mal dieses Ding. Wir nutzen ausnahmsweise mal dieses Ding und geben den jetzt einfach mal ganz kräftig aufs Maul. Weiß nicht, was das gerade war, aber irgendwas war es bestimmt. So, Jungs, wo seid ihr? Was da? Hä? Wir haben doch da gerade richtig viele Stress gemacht. Wo sind die jetzt alle hin? Ach, weil ich den einen Typen da vorne angezündet habe und dann ist... Der explodiert mit den anderen? Nö. Hä? Wo sind die denn jetzt alle hin? Haben sie sich verpisst oder was? What the fuck? Das war noch viel mehr. Ich war doch richtig unter Feuer. Wo sind die denn alle hin? Ich habe hier vorne drei kalt gemacht. Ich habe hier das Fass gesprengt. Das waren zwei scheinbar. Und da hinten lag noch einer. Das sind gerade mal 6 Gegner gewesen. Ernsthaft jetzt? War's das? Kann ich mir kaum vorstellen irgendwie. Doch. Ist aber scheinbar sehr. Aber guck mal, hier liegt auch so viel Lore rum. Ich hätte gedacht, dass das jetzt ein richtig großer Kampf wird. Aber irgendwie nicht so. Okay. Oh ja, gut, dann überbrücken wir den Kern und ab dafür, oder? Das war auf jeden Fall die einfachste Brutstätte bisher. Das war definitiv bisher die einfachste Brutstätte. Also denn, das war es noch nicht, aber bisher war es eigentlich immer so, wenn wir an diesem Kern-Dingsbums da sind, dann ist auch Ende Gelände. Von daher sammle ich jetzt noch kurz hier ein bisschen das Lebenkram. Lebenkram ein vor allem, ja. Und dann, naja, dann überbrücken wir den Kern. Nö, dann war das eine sehr angenehme Brutstätte, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 187 Metallscherben. Holy fuck. Okay. Alter, wie viel Kram steht hier denn noch rum? Gut, Leben sind voll. Dann gib ihm. Das sieht gut aus, ja.
Okay. Und jetzt muss ich den ganzen Weg aber zurücklaufen. Irgendein Protokoll. Naja. Okay. Verteidige den Kern. Aha! Das war's also doch noch nicht. Okay, in diesem Fall. In diesem Fall verteidigen wir den Kern. Ich würde sagen, wenn es heißt, verteidige den Kern, kommen die wahrscheinlich gleich an. Gerannt. Also machen wir das so. Ups. So, euch brauchen wir weg. Deswegen steht hier noch so viel Lohe. Fuck. Oh! Okay. Ich hatte auch volle Leben. Die machen viel Schaden. Shit. Besag mir, was beim Kern ein Speicherpunkt war. Das wäre jetzt lame, wenn nicht. Das wäre jetzt richtig lame. Komm. Was? Hä? Achso, ich war gerade mega verwirrt von der Mission, die mir da angezeigt wurde. Hä? Hallo? Hallo? Weil da stand irgendwas mit Olin, deswegen dachte ich gerade so, hä? Ist die Mission jetzt schon rum? So, auf wieder, tschüss. Und das war's für euch, Jungs. Jetzt gebe ich euch mal ein bisschen Stress. So. Okay. Hä? Das trifft doch. Hallo. Okay. Was? Ach, das Ding hat mal begrenzte Munition. Das wusste ich gar nicht. Ach, sie lässt Maschinen los? Tue ich überhaupt nicht. Was labert ihr? Idioten. Oh, warte doch, ich höre eine Maschine. Oh mein Gott! Ich sehe die Maschine. Ist das ein Sägezahn? Das ist ein Plünderer. Okay, solange er auf mich geht, finde ich das uncool. Warte mal. Ist das ein... Ne, ist ein Wüster, ne? Oh, shit. Das ist diese Dings. Ja, das war jetzt irgendwie gerade kacke, weil ich konnte gerade nichts machen. Ja, toll. Wo kamen die Maschinen her, Alter? Ich hätte die ja übernehmen können. Das wäre ja gar kein Problem gewesen. Aber, oder kann ich für Wüste übernehmen? Fuck. Kann ich für Wüste übernehmen? Ich kann Sägezähne übernehmen. Okay, ganz ehrlich, die Sprengdrähte bringen nichts. Da steht zwar, verteidige den Kern, aber die greifen den Kern überhaupt nicht an, die greifen mich an. Das heißt, eigentlich soll ich nur mich verteidigen. Das ist ein bisschen kacke formuliert, muss man sagen. WTF! Mädel! Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Oh, verdammt, das war... Zu früh, okay. Der müsste doch jetzt explodieren, oder? Der hat doch einen Lohetank auf dem Rücken. Scheinbar nicht, okay. So. Doch, jetzt ist er explodiert. Geht doch. So. Ja, komm, fucken wir den einfach mal ab. Oh, hi. Da ist noch einer mit so einem Maschinengewehr. Ah, nee, der hat das wieder aufgenommen. So. Lass den Scheiß. Ich will Brücken einfach mal, weil dann kann der für mich die Wächter kalt machen. Die gehen mir auf den Sack. So. Die gehen mir nämlich einfach nur auf den Sack und sonst machen die nichts. Dann soll der die für mich erledigen. Und ich mach den ganzen Rest. Das ist echt Chaos, ne? Weil die Maschinen gehen auf mich und auf die Fuchs gleichzeitig. Das heißt, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt eigentlich angreifen soll. Hast den Scheiß. So, was ist denn das? Ist das ein Verwüster, ne? Ja, klar. Ist ein Verwüster. Okay. Weißt du was? Ich lasse dich einfach gegenseitig kalt machen. Geht jetzt echt der Plünderer auf den Verwüster? Ehrenmann. Das ist noch einer von diesen Arschgeigen. Oh, warte, falscher Boden. Ja, genau. Den wollte ich machen, den Angriff. Und tschüss, Mann.
Ah, keiner ist verteidigt. Okay. Hä, aber die Maschinen muss ich doch auch noch machen, oder nicht? Finde einen Ausgang. Ja, und die Maschinen nicht, oder was? Hä, ich will die Maschinen aber auch. Moment, das sehe ich jetzt nicht ein. Die Maschinen müssen auch weg. Das war schlecht. Was haben wir denn da eigentlich noch für Jungs? Sind das Assis oder sind das Maschinen? Das sind Maschinen. Ich würde erst ganz gerne den Dicken wegmachen eigentlich. Okay, der war richtig scheiße gezielt. Okay, der war ganz nett. Lol. Wo bist du denn? Oh, hä? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier, hä? Sag mir mal, was das werden sollte. Was war das für ein Angriff? War da ein Panzerwanderer? Die machen doch normalerweise so einen. So, Kollege, du kriegst das mal aus dem Maul, okay? Ist das in Ordnung für dich? Für mich auch. Dann machen wir doch einfach am Ende hier im Gelände, oder? So. So. Und tschüss. So. Der Verwüster. Ach, guck, Verwüster, doch wen brauche ich doch sowieso noch. Perfekt. Ah, der kommt doch gar nicht durch. Der klingt wie so ein kleiner Hund. Waff, waff. Wie so ein kleiner Hund. So ein Chihuahua. So eine Sofaratte. Niedlich, der Kerl. So, 24% Verderbnis. Puh. Brauche ich sowas? Moment. Modifikationen. Ich habe 45% Verderbnis. Boah. Ja, gut, komm. Schmeißen wir mal die 18% Verderbnis. Ne, Moment mal, die hat ja auch noch Handhabung und Schock. Hä? Scheiß drauf. Ignorieren. Einfach ignorieren. Gut, dann war es doch nicht so einfach, wie ich dachte. Kam irgendwie noch ein bisschen mehr dazu. Aber jetzt wirklich schwierig war das ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, ich habe am Anfang halt wieder probiert, das so ein bisschen stealth-mäßig zu machen, mit Pfeil und Bogen, die alle Stück für Stück wegzunatzen. Das ist halt blöd. Nimm einfach direkt die Feuerpfeile, Zimmer voll rein, schieß auf alles, was explodiert. Nimm die Bomben und spreng die Typen weg, weil damit sind sie wanted KO. Und dann ist gut. So, weißt du, viel mehr braucht's dann nicht mehr. Ich will diese Kacke nicht. Mann, was soll ich denn damit? Oh, Tränke. Warte mal, was ist da noch für ein Trank drin? Ey, Digga, geh mir mit diesem Scheißding aus dem Weg. Warum sollte man das benutzen wollen? Das ist Kacke. Das macht kaum Schaden. Du musst die Typen damit irgendwie 20 Mal treffen. Es bringt nichts. Das ist für einen Arsch. Was soll die Scheiße? Kommt ihr mit dauernd mit diesem Kack an? Ernsthaft mal, ich verstehe das nicht. Außerdem hat es begrenzte Munition. Ich meine, wenn es unbegrenzte Munition hätte, okay. Aber es hat einfach begrenzte Munition. Was soll ich damit? Vollkommen für einen Arsch. Dann kann ich auch einfach Pfeil und Bogen benutzen. Ich weiß mal nicht, was ich mit diesen blöden Schlüsseln machen soll, ne? Ey, da ist ja noch so ein Teil. Jetzt geh mir nicht auf den Senkel. Meine Güte, das ist kein Battlefield oder sowas. Ich brauche kein fucking Maschinengewehr. So. Ausgang finden, ja? Moment. Ah, ne, okay, ja. Den hatte ich schon, ne? Ne, hatte ich nicht. Den Ausgang finden. Wird er mir angezeigt auf der Karte? Ja, so ein bisschen da in die Richtung irgendwo. Achso, warte, aber da ist jetzt irgendwie versperrt. Okay, dann müssen wir locker über oben irgendwo laufen. Hier war ich schon, ne? Ja, ja, hier war ich. Partlänge sagt, wenn ich mich jetzt beeile, kann ich den Ausgang noch mitnehmen. Okay, darüber. Ja, ja, doch, genau, über diesen Kram kommen wir bestimmt irgendwie zurück. Oder? Weil da jetzt überall diese Wand ist. Hier auch, oder? Ne, hier nicht. Ah, okay. Perfekt. Ich glaube, genau. Sprechen, ne? Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Sieht cool aus. Ne, aber war eine sehr angenehme Brutstätte, weil es mal was anderes war. Es war halt ne... Was ist das? Oh, scheiße. Ich kann dir ganz genau sagen, was das ist. Das ist ein gottverschissener Pirscher. Fuck.
Scheiße, ey, der darf mich nicht sehen. Wenn er mich gesehen hat, habe ich ein Problem. Okay. Ich weiß nicht, wo er ist gerade. Sehe nicht. Ich könnte mal... Okay, ich stelle erstmal ein paar Fallen auf. Und jetzt würde ich vorschlagen, rufe ich den einfach mal. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, ob das funktioniert, ob der überhaupt darauf reagiert. Ne, ich kann das auch gar nicht. Shit. Oder ist der gar nicht mehr hier? Ist jetzt abgehauen? Dann hätte ich jetzt die Dinger mega verschwendet. Doch, da vorne. Da vorne. Ja, komm her, du Arsch. Ich bin vorbereitet auf dich. Du blöde Mistgeburt. Ich bin vorbereitet. So, hier durch. Komm hierher. Komm her, du Flachzange. Komm doch. Trau dich. Ja, du Miststück. Du weißt genau, dass du keine Chance hast. Du weißt es genau. Mhm. Komm doch rüber. Komm doch her, du Scheißkerl. Schmeiß ruhig mal deine Bomben hin. Ich komm da nicht hin. Du bleibst schön da hinten, wirfst deine Bomben dahin und irgendwann musst du wieder herkommen. Hä? Okay. Okay, da war ich ein bisschen zu offen. Ist aber kein Problem, wir haben genug Heilung. Da oben! Der kann auf eine zweite Ebene gehen. Okay, das ist natürlich Mist. Das heißt, es gibt immer eine Klebebombe mit. Oh, der ist zu weit weg. Damit. Jawohl! Du Scheißviech. Okay. Was auch mich gerade getroffen hat. Egal, der ist fast weg. Der ist fast weg. Actually könnte ich jetzt auch mit Gewalt drauf gehen. Ja, okay. Das war nicht gut. Dieses feige Mistvieh, ne? Fuck. Ha, das hat ihn sogar getroffen. Ich hab noch andere Munition. Der war ein Treffer. Der sitzt auf ihm. Ja. Du Arsch! Hast du dir so gedacht. Aber ich war vorbereitet. Oh, Alter! Ja. Danke. Wie kann ich seine Bomben eigentlich entschärfen? Einfach so? Nein. Ich meine, jetzt ist das egal, weil der ist eh tot. Aber ich möchte halt ungern davon jetzt noch getroffen werden. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja. Oh Mann, Alter. So. Ja, okay. Schade, dass da hinten die Fallen nicht mehr... Dass da hinten die Fallen nicht mehr mitnehmen können. Das ist kein deutscher Satz. Dass ich die Fallen da hinten nicht mehr mitnehmen kann. Was wir aber mal gucken können, ist tatsächlich... Fertigkeiten. 5 Fertigkeitenpunkte. What? Vielleicht können wir das schon ausrüsten, dass wir die Fallen da mitnehmen können. Wo ist denn das? Ist irgendwo hier bestimmt, oder? Nee, wo war das denn? Fallen entschärfen. Da! Das kann ich schon! Hä, hey, cool! Ja gut, aber so wichtig ist das eigentlich nicht, oder? Ganz ehrlich, die paar Ressourcen. Die paar Ressourcen. Oh, wir können da eine lange Ausweichrolle mitmachen. Das wäre natürlich cool. Das wäre stabil, Leute. Das wäre stabil. Oder starker Schlag plus mehr Schaden bei Schlagangriffen. 30% mehr. Das ist schon stabil. Das ist gut.
Du sprintest leise, dass sich deine nahe Feinde nicht so schnell bemerken. Auch nicht bad. Zusätzlichen Pfeil. Ja gut, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das bringen soll, weil einzelne Pfeile, die einfach nur auf den Körper treffen, machen eh keinen Schaden. Da zielt man lieber auf die Schwachpunkte. Ne, weißt du was, wir machen starker Schlag plus. Und dann überhöhen wir vielleicht die mal Überbrückungszeit einfach mal, weil ich es jetzt gerade kann. Auf unbegrenzte Zeit. Oh, sweet. Alter, hätte ich die ganze Zeit so einen Sägezahn dabei. Wie gut wäre das denn bitte? Das wäre ja mal mega stark. Okay. Was habe ich eigentlich für ein Outfit an die ganze Zeit? Was bringt das für Vorteile? Ich werde nicht so schnell entdeckt, oder? Nee, gegen Verderbnis. Ah ja, stimmt. Das bringt mir genau gar nichts hier. So, Ausgang gefunden. Cool. Oh. Da sind ja schon wieder welche. Gut Leute, ich würde sagen, um die kümmern wir uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen hoch, wenn euch der Part gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen, ne? Bis dann und ciao.